Letzten Sonntag luden die Handballer des SC DHFK in die Schladitzer Bucht bei Leipzig zu ihrem Sommerfest. Und das auch mit großem Erfolg. Rund 650 Besucherinnen und Besucher machten sich auf den Weg, um ihre Sportidole sozusagen einmal live erleben zu können. Dieser Austausch ist dabei nicht nur für die Fans ein Highlight. Ich glaube, aus unserer Sicht die Fannähe, aus Fansicht eben, dass sie mal die Spieler quasi hautnah erleben können, jetzt nicht nur am Spielfeldrand zu sitzen, sondern auch mal persönlich mit uns zu quatschen, ein paar Autogramme abzuholen, aber auch mal einfach eine Cola zusammen zu trinken oder so. Und dann natürlich mit den Kiddies zusammen hier ein bisschen Handball und Beachhandball zu spielen, ist immer eine schöne Sache. Bei gutem Wetter, kühlen Getränken und natürlich Handball fanden sich so alle Menschen ein, die direkt oder indirekt mit dem SC DHFK in Verbindung stehen. Und dieser Fokus auf das Umfeld der Sportler sei laut Luca Witzke auch sehr wichtig. Ja, auch für uns ein schönes Gefühl immer, dass man sich vor allem jetzt auch mal die Zeit nehmen kann in der stressigen Saisonverlauf und so, wo man auch viel mit dem Verein hat in der Bundesliga, auch mit der Nationalmannschaft, wo man viel unterwegs ist. Es ist ein schöner Moment, wo man einfach auch mal in Austausch kommen kann, in einer ruhigen Atmosphäre wie hier, bei tollem Wetter, einfach wirklich vor allem auch die Jugendmannschaften einfach mal im Blick nehmen kann, auch da die Aufmerksamkeit mal ein bisschen drauf richten kann, auf die Fans. Und die ganzen Helfer und Helferinnen, dass man da auch einfach mal den Fokus darauf stellen kann und einfach auch mit den Leuten ein bisschen in Austausch kommen kann, mit den Leuten ein bisschen quatschen kann. Und ich glaube, da freuen sich alle und vor allem, glaube ich, auch die Jugendspieler. So war das Event ein Spaß für Groß und Klein und eine gelungene Abwechslung für die Sportler. Neben Entspannung und Sport am Seeufer haben uns die Spieler aber auch ihre sportliche Perspektive auf das Saisonende geschildert. Wir wissen ja selber gerade, dass wir da uns in einer kleinen Negativserie befinden und deswegen wollen wir da auch gerne die letzten drei Spiele zeigen, dass wir da aus der Serie rauskommen und da mit Erfolgserlebnissen wieder spicken können, die letzten drei Spiele. Vor allen Dingen dann auch zu Hause nochmal zum Abschluss der Spiele, die gehen. Ist immer nochmal ein schönes Highlight, auch für die Fans. Genau. Und die entspannte Atmosphäre beim Sommerfest währt nicht ewig. Die Spieler blicken bereits auf die nächsten Begegnungen. Ich glaube, es sind jetzt wirklich eine wichtige Phase für uns, um jetzt die Saison jetzt noch so erfolgreich wie möglich abschließen zu können. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig für die kommende Saison, den Turnaround jetzt zu schaffen, dass wir wirklich aus diesem Tief, wenn man es jetzt Krise nennen mag, das ist immer ein blödes Wort, aber da jetzt rauskommt, weil ich glaube, dass das halt auch zukunftsweisend ist, wie wir jetzt damit umgehen und wie wir aus der Situation jetzt rauskommen, gemeinsam als Mannschaft, mit dem Staff, mit dem Trainerteam, dass wir alle gemeinsam daraus lernen, jetzt aus der Situation. Und wenn solche Situationen noch mal vorkommen, dass man einen negativen Lauf hat, dass man dann da in der Zukunft besser mit umgehen kann. Und trotz dem Fokus in der heißen Phase lässt das Event am Strand auch schon ein bisschen an Urlaub denken. So auch bei Lukas Binder, der uns die Frage nach Urlaubsplänen beantwortet hat. Oh, ich mache ganz deutsch Wohnwagenurlaub. Also nicht mal das, sondern ich habe einen Wohnwagen, der steht auf einem Dauerstellplatz und dort wird Urlaub gemacht. So blickt der SC DHFK gemeinsam mit all den Fans und Unterstützern optimistisch in die Zukunft.